Eigentlich hatte ich eine wunderschöne Kindheit und Jugend. Trotzdem glaube ich mich zu erinnern, dass manchmal auch in meinen Augen etwas schief lief. Dass ich mich so verhalten habe, wie ich das eigentlich gar nicht wollte. Dass mir so einiges hinterher schon sehr, sehr leid tat, aber es war passiert und nicht mehr zu ändern. Ich war jemand, der dann schon sich entschuldigte. Und das nicht aus Heuchelei, das war immer ernst gemeint. Auch wenn im Hinterkopf der Gedanke schwebte, naja, du hast auch nicht alles richtig gemacht. Ich habe mich auch schnell entschlossen, es durchaus so zu machen, wie es viele machten. Nämlich die Welt ein bisschen anzuschwindeln. Für mich war das eine Notlüge, um nicht unterzugehen. Im Laufe der Zeit habe ich dann versucht, Wege zu finden, damit ich wirklich nur noch aus äußerster Rücksicht auf Menschen, die meine Wahrheit nicht vertrugen, diese Notlügentaktik angewendet habe. Mein Leben verlief Gott sei Dank so, dass ich mir nicht durch Lügen irgendwelche Vorteile verschaffen musste. Was für mich immer wichtig war, mich nicht selbst zu belügen. Das habe ich natürlich am Anfang gemacht, um dann festzustellen, dümmer kann man nicht sein, als sich selber was vorzumachen. Mir selber gegenüber versuchte ich also der brutalst mögliche Aufklärer zu sein. Trotz dieser Grundeinstellung ist es mir immer wieder passiert, mir dennoch etwas Falsches einzureden. Mir die Wahrheit so zurechtzubiegen, wie sie mir ein klein wenig besser gefiel, weil sie mich selbst in einem deutlich besseren und angenehmeren Licht erscheinen ließ. Ich habe aber mir wirklich sehr schwerwiegende Fragen gestellt. Ich habe in mich hineingeschaut und dabei wurde mir als erstes klar, die Antwort auf die Frage, woher kommt denn das alles, lautet aus meinem Kopf, aus meinem Gehirn, aus meiner Wahrnehmung, aus dem, wie ich das, was ich erlebe, sehe. Und wie dieses Gesehene von mir eingeschätzt wird. Und wo passiert das? Im Herzen? Nein. Also nicht direkt und nicht gleich, sondern im Gehirn. Mag sein, dass das Gehirn auch Signale aus dem Herzen empfangen hat und nicht nur das, was ich direkt gesehen, gehört, gelesen
gerochen, geschmeckt, gefühlt habe. Also in meinem Gehirn schien etwas zu passieren. Da kamen Botschaften rein, da veränderten sich die Inhalte dieser Botschaften und da gingen wieder Botschaften hinaus. Zurück zur ursprünglichen Frage aber, warum lief da öfter mal was schief? Ich machte Selbsttest und stellte fest, hoppala, gelegentlich denkt mein Gehirn gar nicht so, wie ich es will. Ich bin also gar nicht Herr der Lage. Ich bin nicht der Chef im Haus. Ich habe doch einen eigenen Willen. Warum arbeitet mein Gehirn gegen diesen eigenen Willen? Was ist da los? Wer bin ich eigentlich? Der, der ich sein möchte? Oder der, den mein Gehirn aus mir macht? Im Laufe der Zeit machte ich zwei Stellen im Gehirn aus. Wo genau die sitzen, weiß ich nicht. Aber es waren offensichtlich zwei Verfeindete. Nämlich einmal, ich gebe ihm jetzt mal den Spitznamen der kleine Teufel, also der, der mich immer überreden wollte und auch überredet hat, teuflische Sachen zu machen und der andere, der, der ich sein wollte, nämlich der edle Ritter, der gute, der freundliche, nette Mensch, der, der mitfühlte mit dem Leid der anderen und nicht immer nur seine eigenen Probleme gesehen hat. Überspitzt ausgedrückt, ein kleines, braves Engelchen. Von dem war ich allerdings immer Lichtjahre entfernt. Aber ich darf behaupten, ohne Selbstgerechtigkeit, ohne Selbstüberschätzung, ich habe mich bemüht. Wenn man nun unterm Strich sagt, was ist bei den Bemühungen herausgekommen, dann muss ich wieder brutal ehrlich sagen, nothing at all am Ende. Wer so viel über sich weiß und trotzdem so gegen seine eigene Einsicht handelt, der muss wirklich richtig doof oder charakterlos sein. Zurück zu Engelchen und Teufelchen. Wie ist das möglich? Was ist da los? Was macht mein Gehirn? Auf der Seite des kleinen Teufelchens glaube ich entdeckt zu haben eine Menge, was mir andere beibrachten, obwohl es gar nicht dem Engelchen entsprach. Zum Beispiel, dass man durchaus mal auf Rache sinnen muss. Dass man durchaus seinem Neid freien Lauf lassen kann. Dass man sich mal freuen kann, wenn es dem anderen schlecht erging, wenn der Pech hatte, wenn der Leid spüren musste.
All diese Eigenschaften, die schienen ihre Heimat gefunden zu haben bei dem Teufelchen. Und ich will dem jetzt mal, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, einen Ort geben. Es war für mich persönlich so ganz und gar nicht der rechte Ort, aber ich nenne ihn rechts. Rechts bis ultra rechts. Und dementsprechend gibt es ein Gegenüber, also die linke Ecke. Und da war ich der, der ich nie geschafft habe zu sein. Ich wollte alle Menschen über mich stellen oder mindestens auf eine Stufe. Ich wollte niemanden herabsetzen. Ich wollte schon gar nicht irgendjemand kränken und beleidigen, was ich sprachlich aber ungeheuerlich gut konnte. Und diese sprachliche Fertigkeit, die habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, als Kind, als Jugendliche schon und lange darüber hinaus ausgekostet. Je mehr ich begriff, wie schändlich das ist, desto mehr habe ich versucht, es nicht zu tun. Aber immer wenn ich den Eindruck hatte, irgendwo mit Nettigkeit, mit Höflichkeit, mit Freundlichkeit, mit Sympathie nicht weiterzukommen, dann habe ich rigoros umgestellt. Dann habe ich das Teufelchen sprechen lassen, habe dem das Mikro übergeben. Das Engelchen hat, solange ich die Geduld dazu hatte, und Geduld war auch immer ein großes Problem von mir, mit Engelszungen geredet. Ich habe versucht, jedem Menschen zu erklären, dass ich ihn respektiere, egal ob die Welt da draußen ihn respektiert. Ich habe ihm erzählt, du musst nicht auf diese Welt hören. Diese Welt hat seltsame Ansichten. Diese Welt macht gerne uns klein, damit sie größer sein kann. Damit sie uns unterjochen kann. Damit wir tun, was sie will. Damit wir parieren. Damit wir Folge leisten. Damit wir brave Bürger unseres Landes werden. Aber nicht alles, was sie von uns verlangen, ist rechtmäßig. Nicht alles, was sie möchten, dass wir es ihnen geben, steht ihnen auch zu. Ich will dir mehr zugestehen als diese Welt. Ich will dir mehr erlauben. Ich wünsche mir, dass du dich befreien kannst von all dem, was dir andere erzählen, was aber gar nicht gut für dich ist. Was sie dir erzählen, weil es für sie vielleicht gut ist, ihnen Nutzen bringt. Aber dein Glück kümmert sie ziemlich wenig. Man kann auch sagen, das Engelchen war so ein bisschen ein Gutmensch. Warum Gutmensch? Weil, so wie das Wort heute gebraucht wird, so nehme ich es wahr, sind Gutmenschen genau die,
die gerne Engelchen sein möchten, die sich gerne als Engelchen geben, so wie ich. Aber sie haben ja auch das Teufelchen. Ich bilde mir ein, ich habe schon bei jedem Menschen, den ich getroffen habe, beides entdeckt. Also das ist keine Anomalie von mir, wie ich am Anfang befürchtet habe, dass ich da nicht richtig ticke, dass ich da krank bin, sondern das scheint es bei jedem Menschen zu geben. Ich habe kleine Tests gemacht, zwischendurch kleine Spielchen, um herauszukriegen, hat er auch so ein Teufelchen? Der kommt so sympathisch rüber, dass ich neidisch werde. Hat er auch ein Teufelchen? Und ich habe es immer gefunden. Ich denke also, aus meiner Erfahrung heraus, das Problem eines Gutmenschen ist, dass er es gut meint, aber wenn es ernst wird, wenn es ans Eingemachte geht, wenn es an die Eigeninteressen geht, dann taucht schnell das Teufelchen auf und sagt, langsam, 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 langsam. Das ist ja schön, dass du so ein netter Kumpel bist und dass du so tolle Ansichten hast und dass du so tolerant bist und hier und da auch großzügig. Aber Vorsicht, dass du nicht unter die Räder kommst. Pass gut auf, was du dir an Toleranz und an Mitgefühl überhaupt leisten kannst. Es ist einfach, ein schönes Leben zu führen und sich auch noch als toller Hecht feiern zu lassen. Als sympathischer, hilfsbereiter, toleranter, guter Mensch, wenn man es sich leisten kann. Wenn es einem quasi nichts kostet, wenn es einem nichts abverlangt. Ich gebe zu, ich bin momentan in den letzten Jahren in der Lage, dass ich mir das in einem kleinen Rahmen leisten kann. Ich habe kein Geld, um dort zu spenden, wo ich spenden möchte, aber ich kann ein bisschen hier helfen und da helfen, indem ich meine Fähigkeiten einbringe. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn es an meine Substanz ging, dann würde ich auch zuerst an mich denken und erstmal meine Grundversorgung absichern wollen, bevor ich dann wieder großzügig werde. Das heißt also, mein Gutmenschentum hängt ab von dem, was ich mir leisten kann, was ich an Möglichkeiten habe. Ich denke, das steht mir auch zu, so eine verantwortliche Grundversorgung für mich sicherzustellen. Ich denke, das steht jedem Menschen zu. Es ist halt ein bisschen die Frage, wie viel ich mir dazu gestehe. Ob ich das überhaupt brauche und ob mir das überhaupt zusteht, wenn ich sehe, wie es anderen Menschen geht. Beispiel. Wenn ich auf dem Balkon bin, dann genieße ich die Ruhe. Ich schaue in den Garten, ich höre die Vögel zwitschern. Ich brauche diese Art von Entspannung. Gleich hinter dem Garten ist ein Kinderspielplatz. Und links neben dem Garten sind Nachbarn, die sich sehr oft, sehr gerne, sehr laut in einer Sprache unterhalten, die ich nicht kenne.
Nun weiß jeder, ich mache keinen Unterschied zwischen den Menschen auf unserem Planeten. Es sind für mich Menschen und nicht was weiß ich, Italiener, Türken, Chinesen, Russen, was auch immer, es sind Menschen. Die alle mir willkommen sind. Aber mein kleines Teufelchen hier, das Teufelchen, mag Sprachen nicht, die ich nicht verstehe. Es will verstehen, was gesprochen wird. Es will wissen, was die Leute sagen. Und jedes Mal, wenn es etwas in einer Sprache hört, wo es nicht wissen kann, was geredet wird, dann wird dieses Teufelchen fürchterlich wild. Und dann kommt aber das Engelchen und sagt, hallo, was geht das dich an, was die reden? Du bist nicht gemeint, also halt dich raus. Und im Übrigen gewöhne dir ab, immer dann frustriert zu sein, wenn etwas anders ist, als du es dir wünschst, als es in dein Bild passt. Grundsätzlich haben alle Menschen die Erlaubnis, anders zu sein, ohne dass du, kleines Teufelchen, gleich deinen Affentanz aufführst. Und dann kommen die Kinder auf den Spielplatz und sie schreien, sie brüllen, sie weinen jämmerlich. Ich merke, das ist gar kein echtes Weinen mehr, das ist schon gespielt, das ist schon Show. Und wieder bin ich frustriert. Und mein Engelchen sagt, jetzt sag doch mal was. Als du als Kind Erwachsene gestört hast, sie haben dich immer dumm angemacht. Sie haben dich immer beschimpft. Jetzt beschimpfe du doch auch mal. Das will mein Teufelchen. Und genau in dem Moment aber, wo er mich daran erinnert, dass die anderen das auch so machen, erinnert er mich auch daran, dass ich die anderen darüber verlacht habe. Wie doof müssen Menschen sein, die spielende Kinder so dumm anmachen. Und dann gewinnt das Engelchen, Gott sei Dank mittlerweile. Und obwohl das Teufelchen immer wieder nervt und sagt, komm, du willst doch deine Ruhe, du willst dich doch entspannen. Du willst doch die Schönheit dieses Moments genießen. Du willst eher den Wind rauschen hören, als das Gepläge dieser Kinder. Trotzdem nehme ich das mal in Kauf. Schau mal, wie ungeheuer leidensfähig ich bin, dass ich sogar den Lärm dieser Kinder und das laute Dauergeschwätz der Nachbarn ertrage. Also die Nachbarn könnten schon ab und zu ein bisschen rücksichtsvoller sein, das sind ja erwachsene Menschen, aber sie nehmen das offensichtlich nicht zur Kenntnis, dass sie gerade die ruhigen Momente von mir ziemlich stören, jammern auf allerhöchstem Niveau. Aber Kinder sind Kinder und da muss ich mich schon an der Kantare haben und habe ich mich auch an der Kantare und versuche immer wieder da viel zuzulassen. Aber das sind so Beispiele dafür, warum ich sage, das ist das Teufelchen rechts
Und das andere, das ist das Engelchen, das ich gerne sein möchte, links. Das heißt, ich versuche links zu sein, aber im positiven Sinne. Ich habe von Anfang an lieber mit Menschen diskutiert, die ich auch so links eingeordnet habe oder die sich selbst als links ausgegeben haben. Und die hatten es nicht leicht mit mir. Warum? Weil ich immer gleich den Teufeltest gemacht habe. Ich habe immer gleich geschaut, sind das wirklich solche linke Engelchen, die nur das Gute wollen für die ganze Menschheit? Solidarität, Mitgefühl, Empathie, einer für alle, alle für einen. Oder merken die gar nicht, dass das Engelchen nur ein Schauspieler ist, aber die wahre Macht dahinter ist immer noch das Teufelchen. Wenn's hart auf hart kommt, kommt der Teufel wieder raus. Wie kommt das, dass der so eine Macht hat? Wie kommt es überhaupt, dass sich in mir zwei so unterschiedliche Charaktere entwickelt haben, die sich kriegerisch gegenüberstehen? Ich denke, es liegt daran, dass links hauptsächlich die Ideen, die Vorstellungen arbeiten, die ich mir ganz bewusst und gezielt erarbeitet habe. Indem ich mir zum Beispiel schon mal die Mühe gemacht habe, in der Schule ein bisschen aufzupassen. Selbst in Religion, obwohl ich den Religionslehrer fürchterlich fand, obwohl ich immer wieder gemerkt habe, der erzählt Dinge, da läuft es mir kalt den Rücken runter, da meldet sich auch der Teufel, aber da gebe ich sogar den Teufel recht. Und er sagt sogar der Engel, nee, das kann es jetzt nicht sein. Aber in der Schule gab es offensichtlich kein Fach, wo man außerhalb der Religion sich mit den Fragen beschäftigen konnte, die im Religionsunterricht auftauchten. Auch später, als ich selber an einer Schule den Ethikunterricht erleben konnte, hatte ich nicht den Eindruck, dass da schon Ethiklehrer sind, die wissen, worauf es ankommt, was wichtig wäre. Nämlich diese Geschichte, wie funktioniert unser Gehirn? Wie arbeitet das? Wie kommen Ideen und Gedanken in unser Gehirn? Wie werden sie dort geordnet, gesammelt, manche gelöscht, manche kommen in den Ordner, wo drauf steht, ganz wichtig? Und wie kommen sie dann wieder heraus? Selten so, wie sie hineingekommen sind, es sei denn, sie wurden auswendig gelernt. Da gibt es also rechts irgendwo eine spezielle Abteilung für auswendig Gelerntes. Da würden nicht nur mathematische Formeln auswendig gelernt, Vokabeln auswendig gelernt, sondern durchaus auch Verhaltensweisen. Nehmen wir ein Beispiel, die 10 Gebote. Die musste ich auswendig lernen, inklusive Auslegung. Die liegen nun beim Teufelchen, obwohl ich gar nicht alle 10 Gebote für richtig halte. Mein Engelchen sagt bei manchen Geboten, die brauchen wir nicht.
oder die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr das Gebot, nur in der Ehe Sex zu haben. Wir haben doch Verhütungsmittel. Wir können das Gebot jetzt abschaffen, sagt mein Engelchen. Das Teufelchen sagt, du hast im Religionsunterricht gelernt, keine Verhütungsmittel zu nehmen und schon gar nicht abzutreiben. Was aber eine Frage ist, Abtreibung, da wäre es mir am liebsten, ich müsste sie mir nicht stellen, weil ich immer sicher sein könnte, wenn es ein Kind gibt, das nicht geplant war, dass trotzdem sichergestellt wird, dass dieses Kind ein glückliches Leben führen kann. Also der einzige Grund, wieso ich für Abtreibung hier und da ganz leichte, vorsichtige Sympathien hege, ist, was sollen wir einem Kind ein Leben zumuten, ein Kind, das nicht gewünscht ist und das darunter leiden wird, dass es spüren wird, dass es nicht gewünscht ist. Kommen wir zurück zu Engelchen und Teufelchen und dem Auswendiggelernten. Ich denke, es ist gut, Dinge auswendig zu lernen, nur muss man ab und zu schauen, stimmt das denn noch, was wir da so auswendig gelernt haben? Die Welt verändert sich täglich. Problem des Teufelchens, er ist ein bisschen behäbig, er ist ein bisschen langsam. Er steigt kaum ein auf neue Ideen und Gedanken. Er will immer das auswendig Gelernte machen. Das fängt übrigens schon da an, wo er auswendig Gelerntes über die DNA mitgebracht hat. Vererbte Grundideen. Zum Beispiel hat er ja eine Urangst gelernt, sonst gäbe es mich nicht. Sonst wäre im Laufe der Evolution irgendwann mal Schluss gewesen, wenn nicht diese Urangst da wäre. Da ist etwas, das ist fremd, das ist anders. Und ich weiß nicht, wie es ist. Ist es mir wohlwollend gesonnen oder eher feindlich? Oder würde da einfach jemand lieber mich töten, bevor er sich in die Gefahr begibt, selbst getötet zu werden? Diese Urangst, was fremd ist, da weiß ich nicht, ob es mir gut tut. Da gehe ich gleich mal in die Abwehrposition. Wenn ich da nett bin und bin plötzlich tot, das ist mir zu gefährlich. Auf Nummer sicher gehen. Entweder flüchten. Oder wenn ich denke, na, den machst du fertig, du bist stärker als der, dann gleich auf ihn los und auf ihn eindrischen und ihn kampfunfähig machen. Und immer ein Auge drauf haben, dass der kampfunfähig bleibt. Das geht am besten, wenn man dafür sorgt, dass man entweder stärker ist oder sich in einer starken Mehrheit befindet. Eine starke Mehrheit und auf der anderen Seite eine schwache, wehrlose und damit auch gedemütigte Minderheit. Das ist das System aus der rechten Ecke meines Gehirns. Das kann man auch mit dem Bösen
Wort Faschismus bezeichnen? Ich sage, man kann. Bedingung ist zu klären, wie ich dieses Wort verstehen will, eher soziologisch, wissenschaftlich, also nicht als Beleidigung, Kränkung, sondern als ein Phänomen. Das Phänomen dieses rechten Teufelchens. Warum sage ich das? Weil wenn ich es nicht mache, dann stecke ich alle Faschisten und alles faschistische Denken in einen Sack und klopfe von allen Seiten drauf. Ich stelle aber fest, unter den Menschen, die ich jetzt in diesem Sinne, den ich eben dargelegt habe, als Faschisten bezeichnen würde, dass die so böse gar nicht sind. Im Gegenteil. Was mich frustriert ist, wie viele Menschen so handeln und sich so geben, die eigentlich nett sind. Die nette Oma von gegenüber, die immer so lieb war zu ihren Enkelkindern, freundlich lächelnd. Und plötzlich ist sie eine Furie, eine hysterische, besorgte Bürgerin. Was läuft da schief? Die Erklärung hoffe ich gegeben zu haben. Wir Menschen haben halt zwei Gesichter. Je netter das eine sein kann, desto frustrierter und damit auch desto teuflischer, bösartiger, hinterhältiger und ungerechter kann die andere Seite dieses Menschen dann sein. Und das passiert sehr, sehr oft, wenn man feststellt, man war sein Leben lang anständig, brav, angepasst. Ja, Papa, ja, Mama, ja, Lehrer, ja, Pfarrer, ja, Chef, ja, Chef, ja, Chef, ja, Chef, natürlich Chef. Man hat sich halb versklaven lassen, weil man ein netter, sympathischer Mensch sein wollte. Und was hat's gebracht? Erst einmal viel Leid. Weil es ist doch ein schöneres Leben, wenn man hier und da mal aufmuckt und einfach mal gegen den Strich handelt und agiert und sich selber auch mal eine Ausnahme gönnt, mal fünfe gerade sein lässt und sagt, jetzt will ich einfach mal unanständig sein. Die anderen sind es doch auch. Warum soll ich immer der Anständige sein? Wenn es einem also nicht so besonders leicht gefallen ist, der edle Ritter zu sein. Wenn man dafür auf vieles verzichtet hat und wenn man vielleicht sogar insgeheim merkt, obwohl ich das so wollte, habe ich es nicht ganz geschafft. Ich bin nicht mal ganz zufrieden mit mir. Ich wollte der Nette sein und hier und da war ich doch nicht so nett. Hab doch mal jemanden beleidigt, wo es nicht nötig war. Beleidigung ist nie nötig. Also, zum einen aus einer gewissen letztendlichen Unzufriedenheit mit dem, was man erreichen wollte und dann doch nicht ganz geschafft hat. Und zum anderen aus einer Selbstgerechtigkeit heraus. Das ist ja auch so ein wunderschönes Gefühl. Also da geht's dir richtig gut, ich weiß, wovon ich spreche.
wie wohl ich mich fühle, wenn ich so selbstgerecht daherkomme. Das Engelchen fühlt sich nicht wohl. Das schimpft, das tobt. Das sagt, hallo, komm runter. Bleib am Boden. Aber das Teufelchen macht mit mir wilde Tänze. Schau her, du bist nämlich gar kein Teufelchen. Du bist so großartig. Fühl dich doch mal großartig. Dabei ist es eine Lüge. Ich bin genau so toll, wie ich es durch mein Lebensglück sein kann, also durch die Talente, die ich geschenkt bekommen habe, ohne eigenes Dazutun, und durch die Bildung, die ich geschenkt bekommen habe, ohne großes Dazutun. Denn wenn ich nicht die Fähigkeiten gehabt hätte, auf diese Bildung zu achten, geschenkte Fähigkeiten, Talente, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Das waren glückliche Zufälle, ganz glückliche Zufälle. Kein Verstand, dass ich mir ab und zu mal eine Dosis Bildung mitgegeben habe. Wer diese glücklichen Zufälle nicht hat, der gibt sich die Bildung nicht mit. Der meint vielleicht sogar darauf verzichten zu können. Der traut sich vielleicht sogar gar nicht zu, sich Bildung aneignen zu können. Der hat Angst vor irgendeinem Buch oder irgendeinem Lehrer. Der bekommt da sofort Minderwertigkeitsgefühle. Und wenn es ganz, ganz schlecht läuft, sind die sogar nicht ganz unbegründet. Nämlich dann, wenn er Dinge lernen will, für die er nicht begabt ist. Dann wird es doppelt so schwer, dann wird es knallharte Arbeit und dann braucht es viel Mut, viel Energie und auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Was ist aber, wenn dir das Selbstbewusstsein vom ersten Tag an niedergeknüppelt wurde? Indem deine Eltern ständig gesagt haben, das wird nie was, das kannst du nicht, du bist zu dumm. Oder der Lehrer oder der Pfarrer oder der Chef oder die ganze Welt. Funktioniert die Welt nicht so, dass wir Leute niederknüppeln, ihr Selbstbewusstsein niederknüppeln, weil wir sie dann besser vor unseren Karren spannen können? Also offensichtlich gibt es zwei Möglichkeiten, alle aus der rechten Ecke, alle vom Teufelchen, damit Menschen andere Menschen für sich arbeiten lassen können. Das eine ist, wir sind die Mehrheit und du bist die Minderheit. Deswegen wirst du unterdrückt. Und das andere ist, wir sind die Klugen und du bist die Dumme. Du bist der Dumme und deswegen wirst du unterdrückt. Jetzt muss ich da noch auf ein Phänomen zu sprechen kommen, das mein Engelchen entdeckt hat. Das ist komischerweise in unserem Land bisher ziemlich umgekehrt gelaufen ist. Was die Geschichte Mehrheit unterdrückt Minderheit betrifft. Das läuft nämlich nur ganz oben, ganz unten, bei den ganz Wehrlosen. Bei denen, die vielleicht sogar klüger sind, aber weil sie in der Minderheit sind, wird ihre Klugheit, ihre Bildung nicht anerkannt. Jemand, der in unser Land kommt und in seinem Land ein erfolgreicher Arzt war, der muss bei uns putzen gehen, weil er gehört zur Minderheit. Und da sind wir mal schnell dabei zu sagen, putz du mal. Ohne groß nachzuprüfen, haben wir nicht einen Job, wo er seine Fähigkeiten besser einsetzen kann. Wir brauchen nun mal Leute, die für billiges Geld putzen. Ich wollte auf dieses Phänomen zu sprechen kommen, wo es umgekehrt ist. Also nicht die Mehrheit
nutzt die Minderheit aus, die muss billig putzen, sondern im Großen und Ganzen ist es witzigerweise umgekehrt. Leute, wie lasst ihr euch eigentlich verarschen? Wir alle sind die Mehrheit. Wir alle arbeiten aber für eine klitzekleine Minderheit. Seien es 500, wahrscheinlich nur 200, wahrscheinlich nur 100 und wenn es so weitergeht, sind es irgendwann mal bloß 5, wie bei Monopoly. Wer verliert, ist raus und am Schluss bleibt ein einziger übrig und der hat die Parkstraße und die Schlossallee und die grünen Straßen und überhaupt alle Straßen und alle Häuser und alle Hotels. Er ist nur ganz alleine, ganz, ganz einsam und alleine. Darüber denkt er aber nicht nach, über seine Einsamkeit, fürchte ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Einsamkeit glücklich macht, aber auf das Glück und wie man es erkennt, komme ich gleich nochmal zu sprechen. Meine Frage aber, wieso sind wir so bescheuert und lassen uns das bieten, dass eine klitzekleine Minderheit uns komplett ausnimmt, wie die berühmte Weihnachtsgans. Es hängt natürlich damit zusammen, was ist Macht? Wie entsteht sie? Was sind die Mittel zur Macht? Wissen ist Macht. Wer nichts weiß, hat nichts gemacht. Wer nichts weiß, macht aber auch nichts. Macht nichts gegen die Macht. Macht nur Dummheiten gegen die Macht. Das rechte Teufelchen. Aber Wissen führt zu Geld, wenn man es richtig anwendet. Und deswegen ist es für die, die schon Geld haben, wichtig, dass wir möglichst wenig Wissen bekommen, denn je weniger Wissen wir bekommen, desto weniger werden wir Konkurrenten. Wenn ich das Spiel Monopoly begriffen habe, werde ich es den anderen nicht verraten. Ich werde sogar meine Spielzüge so machen, dass sie mir nicht allzu viel abschauen können, damit ich es weiter siegreich spielen kann. Wer also schon an der Macht ist, fürchtet die Konkurrenz und deswegen ist er unheimlich dahinterher, dass die nicht lernen, wie sie selber reich und mächtig werden können. Und da sind wir wieder bei der Abteilung auswendig lernen. Sie lassen uns sehr viele Dinge auswendig lernen. Das machen wir wie Vokabeln, da lernen wir etwas und denken gar nicht darüber nach. Das machen wir so, wie wir in einer unmündigen Zeit unseres Lebens, in einer unaufgeklärten Zeit unseres Lebens, gleich mal die 10 Gebote lernen, damit wir gar nicht auf die Idee kommen, die kritisch zu hinterfragen. Und dann sind die erstmal drin. Und wenn die erstmal drin sind, dann arbeiten die für das Teufelchen auf der rechten Seite. Manche tun uns sogar gut, manche weniger. Kritik jedenfalls gibt es nicht. So könnte das funktionieren, dass wir absichtlich auf dummem Niveau gehalten werden. Und wenn wir schon was lernen, dann immer im Sinne dieser 5, 6, 10, 20, die die Welt regieren, damit wir ihnen dabei helfen, ihre Macht zu vergrößern, sie reicher zu machen, da ist ihnen jede Art von Bildung recht. Wir haben ja Bildung, oh, richtig schöne.
Ja? Aber sie muss unter Kontrolle sein. Und wer kontrolliert die Bildung? Natürlich wieder die, von denen ich rede, die Milliardäre. Sie finanzieren die Forschung. Sie sorgen dafür, dass die Politiker das nicht tun, dass die der Forschung nicht genügend Mittel geben, damit das alles schön unter Kontrolle ist. Im Interesse der Reichen, im Interesse, dich zu versklaven und auszunutzen. Und dazu ist es natürlich ganz wichtig, dass man dir auch auswendig lernen lässt. Jeder, der links ist, ist ein Schwerverbrecher. Links ist die Sache der Chaoten. Bedauerlicherweise helfen Scheinlinke, also Gutmenschen, so wie ich sie vorhin erklärt habe, da richtig schön mit. Indem sie zum Beispiel die Gewalt der Antifa für gut heißen. Ja, manchmal denke ich mir auch, das ist vielleicht unter dem Aspekt der Notwehr gerechtfertigt. Aber wenn ich genau hinschaue, ist das keine Notwehr, das sind völlig unsinnige Attacken, weil sie keine Chance auf Erfolg haben, weil da wieder nur die einen verarschten Menschen auf die anderen verarschten Menschen losgehen. Die Opfer des bestehenden Systems der Reichen und Mächtigen auf der rechten Seite prügeln ein auf die Opfer auf der linken Seite und die Opfer auf der linken prügeln ein auf die rechte. Und die Mächtigen reiben sich wieder kräftig die Hände. Hurra! Alles unter Kontrolle. Denn es könnte ja nichts schlimmer sein, als wenn sich die mal einigen. Wenn die sich mal auf den gemeinsamen Feind konzentrieren. Stell dir vor, die Rechten und die Linken einigen sich und gehen auf den wirklichen Feind los. Interessanterweise in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gibt es da so eine Art von Entwicklung. Nur, man geht gemeinsam gegen eine Regierung, weil jetzt auch die Letzten gemerkt haben, die ist korrupt, die ist nicht für uns da, wir müssen für die da sein. Nur mit der Einigkeit geht's nicht vorwärts. Wir sind alle gegen die Regierung, aber wir bekriegen uns alle noch selbst. Wir versuchen nicht, uns hinzusetzen an einen Tisch und zu sagen, was muss geschehen, damit wir ein bisschen einsichtiger handeln, ein bisschen wirkungsvoller, damit sich die Welt wirklich verändert und wir uns nicht nur gegenseitig auf die Köpfe hauen. Ich habe es schon angesprochen. Es ist die Bildung. Also unser Engelchen muss was lernen. Der Teufel lernt nichts. Und wenn, dann unendlich langsam. Ich sage da mal ein Beispiel. Wir haben eine sehr schöne, nette Geste. Wir schütteln uns die Hände. Jetzt zu Corona-Zeiten sagt uns das Engelchen da oben, das schlaue Engelchen, lass uns doch mal drauf verzichten, bevor wir uns gegenseitig sterbenskrank machen. Mann, ist das so schwer zu kapieren? Hallo? Was kostet es uns?
Es kostet uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Lächeln. Ich sage zu dem Menschen, den ich schätze und liebe, und damit zu jedem Menschen, weil ich da keine Unterschiede mache, nur mein Teufelchen macht wieder Unterschiede, natürlich, das sagt wieder, der ist wichtiger und der ist nicht so wichtig, oder der ist gut, dann bist du auch gut zu ihm, und der ist böse, dann bist du auch böse, das sagt alles das Teufelchen. Ich sage, pass auf, du bist genauso eine armselige Kreatur wie ich, wollen wir uns nicht gegenseitig umbringen, lächeln wir uns an. Zeigen wir uns, dass wir uns freundlich gesinnt sind, lächeln wir uns an, dann müssen wir uns nicht die Hände geben und uns infizieren. Was für eine ganz simple Geschichte. Und wie viele Menschen erlebe ich, die nicht mal diese ganz einfache, simple Geschichte drauf haben. Und zwar nicht, weil sie keinen Verstand haben, sondern weil das Teufelchen auswendig gelernt hat. Das Teufelchen hat schon vererbt über Generationen gelernt, wenn du höflich sein willst, gibst du die Hand. Wenn du sie nicht gibst, bist du unhöflich. Und das Teufelchen begreift nicht, dass das nicht für immer und ewig gilt. Fazit. Laut Studie geben 40% der Deutschen anderen nicht die Hand, und zwar außerhalb von Corona-Zeiten. Quatsch, umgekehrt. 60% geben nicht die Hand, 40% geben sie unter normalen Zeiten. Das übrigens nur so ganz nebenbei. Wir haben auch Statistiken, wie viele zusätzliche Infektionen wir durch diesen Brauch des Händeschüttelns haben, beziehungsweise wie viele Kranke und Tote wir vermeiden könnten, wenn wir uns was Neues einfallen lassen. Aber wir haben das ja auswendig gelernt. Der Teufel hat das auswendig gelernt. Der Teufel gibt nichts her, was der mal gelernt hat. Das bleibt drin. Auf Teufel komm raus. Und man darf davon ausgehen, dass die 60%, die nicht die Hand geben, dass da ein Großteil dabei ist, die einfach unhöflich sind, die eine schlechte Erziehung haben, aber natürlich auch junge Menschen, die nur so wenig Erziehung mitbekommen haben, dass sie sehr schnell gesagt haben, was brauche ich Höflichkeit, was brauche ich Händeschütteln? Ich habe doch eine ganz andere Art der Begrüßung. Gimme five! Ich war da immer fasziniert, wie meine schwarzen Brüder sich begrüßt haben. Ich hätte das so gerne mitgemacht, um ihnen meine Solidarität zu zeigen, aber ich konnte es nicht, ich habe es nicht begriffen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Begrüßungszeremonien. Da sind ja 4, 5, 6, 7 Gesten hintereinander. Die muss man alle können, damit man da mitmachen kann. Und dann gehört man zum Kreis dieser Menschen, zu diesem Zirkel. Was ich damit sagen will, ist, wie schwer wir auch nur die allereinfachsten Sachen unserem Teufelchen entreißen können. Und das nenne ich traditionell und konservativ in einem Sinne, der uns schadet. Es gibt sehr viele Traditionen, die uns heute noch nützen. Es gibt sehr viel Konservatives, was uns heute noch nützt. Mein Vater hat immer gesagt, von den Erfahrungen, die du machst, werf die nicht über Bord, wenn du feststellst, da funktioniert etwas nicht, sondern guck, welche kannst du für immer behalten und wo musst du ein bisschen an der Stellschraube drehen, wo musst du dich weiterentwickeln. Also, nicht alles Konservative ist schlecht, nicht alles Fortschrittliche ist gut, auch da haben wir unglaubliche Irrwege beschritten.
Fehler gemacht, sondern schauen wir, was wir vom alten, traditionellen Konservativen brauchen können und wo wir einen Fortschritt brauchen. Und zwar einen echten Fortschritt, nicht nur einen eingebildeten. So könnte es gehen. Zwei Dinge haben mir dabei geholfen. Logischerweise zwei, weil die eine beschäftigt sich mit dem Engelchen und die andere beschäftigt sich mit dem Teufelchen. Das Teufelchen, das muss sich immer die Frage erlauben lassen, dass von dem, was du an Urinstinkten mitbringst, an Urängsten mitbringst, an Angst vor dem Fremden mitbringst, an Hass als Vorsichtsmaßnahme für jemanden, der eventuell dich hassen könnte, an Neid, damit du nicht noch weniger vom Leben bekommst, als du ohnehin schon bekommst, weil eventuell jemand anderes mehr hat und dir das ja wegnehmen könnte und. Also, ich muss mit dem Teufelchen reden und sagen, pass auf, gefällt mir nicht, was du da auswendig gelernt hast. Das und das und das, da müssen wir reden. Meine Erfahrung, das dauert lang. Warum dauert es lang? Der Teufel kann nur auswendig lernen. Und wir kennen das von den Vokabeln. Wenn ich etwas mit der Logik verstanden habe, dann reichen drei Sätze und ich hab's. Wenn ich etwas auswendig lernen muss, wie ein neues Wort in einer fremden Sprache, dann muss ich immer wieder pauken, 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 pauken. Und dann habe ich gepaukt und am nächsten Tag habe ich es wieder vergessen und dann muss ich nochmal nachpauken. Und dann verschwindet es wieder und es ist eine zähe Angelegenheit. Der Rechte, der ist stur. Der will nicht dazu lernen oder er kann es vielleicht sogar nicht einmal. Engelchen ist cool. Engelchen lernt sofort, ruckzuck. Ich schlage ein Buch auf oder ich suche mir im Internet eine bestimmte Seite und schon lerne ich dazu. Aber Engelchen ist manchmal ein bisschen überheblich. Er freut sich so sehr über das, was er da so Neues aufnimmt, dass er vergisst zu gucken, geht es auch wirklich in die richtige Richtung? Könnte das ein Irrtum, ein Irrweg sein? Ja, ich kenne sogar Menschen, die sind nicht klug, weil sie sich selber durch ihre Klugheit einen Vorteil verschaffen wollen, sondern die wollen mit ihrer Klugheit angeben. Und ich bin ehrlich, da ist auch bei mir das kleine Teufelchen wieder da und sagt, komm, wenn du schon einen Engel hast, der dir was Kluges sagt, dann nutz das doch, dann gib an damit, protze damit, zeig den Leuten, dass du viel klüger bist als sie, sagt mein Engelchen. Mein Teufelchen, Gott sei Dank, dagegen wehrt sich das Engelchen. Er sagt, dafür habe ich dir nicht die Klugheit gegeben, die eher sehr bescheidene Klugheit, damit du damit angibst und die anderen übertölpelst oder als Dumme beschimpfst gar. Diese Geschichte funktioniert, weil es funktioniert, dass wir immer jemanden herabwürdigen können, beleidigen können, weil er angeblich dumm ist. Da kommt schon der große Irrtum dazu, den leider
Teufelchen hat. Der rechte Teufel. Nämlich, es gibt nur grundsätzlich die Unterscheidung schwarz-weiß, dumm und klug. Dabei wissen wir doch schon aus der Schule. Es gibt einen, der ist, ich sage jetzt mal dumm, eigentlich müsste ich sagen weniger begabt, in der Sprache, dafür ein helles Köpfchen in Mathe. Und umgekehrt haben wir jemanden, der versteht die kompliziertesten Formeln aus Physik und Chemie. Er kommt mit der Grammatik in Latein oder Französisch nicht klar. Sogar in der wesentlich einfacheren in Englisch tut er sich schon schwer. Und er lernt nicht einmal diesen ganz einfachen Unterschied zwischen das und das. An der Aussprache hört man schon, das eine eher länger, das andere kurz. Das steht meistens hinterm Komma, manchmal auch ein das. Aber das wäre schon mal eine Möglichkeit, die meisten Fehler in dieser ganz einfachen Geschichte zu vermeiden. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, das ist der Begleiter für ein Namenwort, der Artikel für ein Substantiv. Wenn also zu dem Wort das noch irgendetwas, ein Ding, ein Mensch, eine Pflanze, etwas, was man sehen, fühlen, riechen, schmecken kann, Vorsicht, manchmal auch abstrakte Geschichten, deswegen wird es dann da schon ein Hauch schwieriger. Wenn man das dazu stellen kann, wenn die beiden zusammengehören, dann ist das ein Das mit einem S. Das ist doch einfach eine unglaublich simple Geschichte und ich treffe hochgebildete Leute, Akademiker, die haben das nicht drauf. Wobei ich schon dazu sagen muss, wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe im Facebook und ich bin hochkonzentriert auf meine Gedanken, dann ist sofort das Fehlerteufelchen da und lässt mich aus Gewohnheit ein S zu wenig schreiben. Obwohl ich es natürlich beim Korrekturlesen dann sehe, aber immer habe ich auch nicht die Zeit, Korrektur zu lesen. Und da passiert es mir regelmäßig, dass ich dann hinterher über mich selber lache und sage, wie kann dir das noch passieren? Das kannst du dann doch noch wirklich, da gibt es auch nichts zu können. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Aber das Fehlerteufelchen ist auch so ein Teufelchen. Wir müssen sehen, erstens, Dummheit ist keine komplette Dummheit. Ich bin ultra dumm. Dumm wie ein Stein, ohne den beleidigen zu wollen, weil ich nicht mal sicher sein kann, ob nicht sogar in so einem Phänomen wie Stein eine gewisse Intelligenz verborgen ist. Nur so nebenbei. Also ich bin manchmal dumm wie Stück Brot, sagt man auch, sind alles so Redensarten. Wenn es zum Beispiel darum ginge, ein Fahrrad zu reparieren, einen Platten zu pflegen, richtig Rasen zu mähen, die Blumen richtig zu gießen. Alles, was mit Technik oder mit Handwerk zu tun hat, alles, was ich, weil ich mich zu wenig damit beschäftigt habe, meinem Engelchen entzieht. Und das Teufelchen hat es auch nicht gelernt und dann bin ich dumm. Je mehr ich mich mit Dingen beschäftigt habe, da gibt es aber eigentlich nur drei. Tischtennis, Rock- und Popmusik und da auch nur die Oldies. Und alles, was mit soziologischem Denken, Sozialphilosophie, damit verbunden ein bisschen Psychologie, ein bisschen Pädagogik und möglichst großes Allgemeinwissen. Das sind die drei Felder, wo ich so einen Hauch von Bildung habe.
Nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber da komme ich ganz gut zurecht. Da habe ich dann gelegentlich etwas mehr als die anderen. Und dann habe ich diesen Missionarswahn, dieses kleine bisschen Wissen, was ich habe, den weiterzugeben, weil ich ja auch von Ihnen Wissen klauen möchte. Aber weil wir uns einreden, klug ist nur der, der alles kann, also sowohl den Platten reparieren als auch die Philosophie von Sokrates und Platon erklären. Deswegen ist das Ehrensache. Ehre ist ja auch wieder so aus der Ecke vom rechten Teufel. Das Engelchen sagt, ach Ehre, was heißt Ehre? Du bist, wer du bist, weil der Schöpfer dich so gemacht hat oder eine Idee, die hinter der Schöpfung steht oder einfach nur das Ursache-Wirkungsprinzip, was auch immer. Es ist letzten Endes Zufall und zwar nicht Zufall, weil es zufällig geschieht, sondern weil wir es uns nicht erklären können. Und wir machen das gerne so, wenn wir uns was nicht erklären können, dann nennen wir es den Zufall. Also ich bin rein zufällig da und dort begabt und dort ein Vollpfosten. Das scheint der Mensch nicht annehmen zu können. Da hat er das kleine rechte Teufelchen, der immer sagt, lass dir ja nicht erzählen, du bist dumm. Wir werden erzogen zu Ehre und Stolz und Großartigkeit und da hat das keinen Platz, dass man sagt, na, so großartig bin ich nicht und deswegen ist das mit der Ehre auch so eine fragwürdige Geschichte. Deswegen müssen wir uns ein Selbstbewusstsein einreden und vormachen, das eigentlich gar nicht so richtig begründet ist. Und zwar nicht deswegen, weil wir selber dumm sind, sondern weil wir eventuell dumm gehalten werden. Die Gründe habe ich schon erläutert. Anstatt uns zu unserer Dummheit zu bekennen, ich mache das hiermit öffentlich zum 10.000. Mal, ja, ich bin dumm, und zu sagen, ich bin aber dumm, weil ich A, ein bisschen faul war, aber B, hauptsächlich, weil man mich nicht zu dem Wissen gelassen hat, das ich gebraucht hätte. Und zwar schon in der Grundschul- und Hauptschulzeit. Und zum Großteil auch noch am Gymnasium. Ich erfahre, dass das sich manchmal ein bisschen ändert und das ist super und das ist schön und darüber freue ich mich, aber ich merke noch nichts davon. Momentan merke ich eigentlich eher, dass die Teufelchens wieder die Macht übernehmen. Dass ganz gezielt durch Falschinformation Menschen schlimmer verdummt werden als je zuvor. War ja die Hoffnung, wenn wir Internet haben, dann werden wir alle unheimlich gebildet, weil wir alle Zugang dazu haben. Selbst die einfachsten und ärmsten Menschen haben heute ihr Handy und können draufklicken und können sich die ganze Weisheit der Welt vor Augen führen. Aber was ist, wenn sie sich die falschen Weisheiten reinziehen? Da muss man sich die Frage stellen. Wer hat wieder die Macht, Medien zu steuern? Und zwar alle, ob das Fernsehen ist, Radio ist, Internet ist, YouTube ist, Facebook ist. Wer hat die Macht, wieder unsere 30, 20 Leute, von denen wir manchmal gar nicht den Namen wissen? Ja, da ist der Superstar Bill Gates, dann ein Mr. Zuckerberg von Facebook. Ein leider schon verstorbener Steve Jobs. Ja? Und wer dann noch? Die anderen sind versteckt. Deswegen können wir auch gar keine Revolution machen, keinen gewaltsamen Umsturz. Das hätte überhaupt keinen Sinn, weil wir töten ja nur Marionetten. Die Marionetten kennen wir, die töten wir, die werden ausgetauscht. Da kommt für die eine Marionette eine andere und es ist alles beim Alten. Also, wir haben keinen Feind, den wir niedermachen können.
Ganz abgesehen davon, das sage ich auch mal klipp und klar, solange wir so auf das System reinfallen, dass uns die da oben reindrücken, solange sind wir auch nicht bereit für eine sinnvolle Revolution. Das würde wieder in einem unendlichen Abschlachten enden, in einem noch größeren Leid, so wie wir es ja bei den letzten Revolutionen erlebt haben. Keinerlei Fortschritt, wieder der alte Faschismus. Linksfaschismus wie Rechtsfaschismus. Mein Teufelchen macht da keinen Unterschied. Ja, ich habe es zwar in die rechte Ecke verlagert, aber in der rechten Ecke sind unglaublich viele Linke. Viel zu viel für meinen Geschmack. Die sind gebildet, aber die haben noch nicht entdeckt, dass sie einen Teufel im Kopf haben. Also solange wir es nicht abschaffen, dieses teuflische Denken, solange wir den nicht unter Kontrolle haben, solange wir immer nur auf unser Engelchen gucken und sagen, schau her, da ist doch alles schön, solange sind wir nicht bereit für eine Änderung des Systems und es wird sich dann auch nichts ändern. Es wird vielleicht ein neues System kommen, aber es wird wieder nach der alten Masche funktionieren. Ich bin das Teufelchen. Ich setze mich durch. Ich bin cleverer. Und warum bin ich cleverer? Weil ich alles darf. Das Engelchen muss immer brav sein. Nett, sympathisch, das muss Spielregeln einhalten, Gesetze einhalten, sich unterordnen, sich einordnen, Rücksicht nehmen, brauche ich alles nicht. Ich bin der Teufel, ich kann tun, was ich will. Ich kann sie alle über den Tisch ziehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir können unser Teufelchen nur ganz langsam etwas liebenswerter machen, wenn unser Engelchen dauernd und ständig und jede Sekunde auf das Teufelchen einredet, ihm klar macht, du baust Scheiß, mach's anders. Was braucht es dazu? Information, die richtige Information. Bildung, Bildung, Bildung. Hören wir auf die, die da talentiert sind. Lassen wir die anderen das machen, was sie können, aber stellen wir uns nicht über sie. Hören wir endlich damit auf zu sagen, du bist dumm, deswegen beleidige ich dich jetzt, weil ich bin klug, ich bin der bessere Mensch. Hören wir damit auf. In dem Moment, wo wir sowas sagen, sind wir die schlechtesten Menschen überhaupt und wir haben nichts begriffen. Die ganze Bildung ist für umsonst. Jeder mit dem, was er kann. Nein, die Menschen sind nicht gleich. Und alle, die das erzählen, arbeiten in die Hände dieser 20, 30 reichsten Menschen der Welt, weil die reiben sich die Hände und sagen, schau her, die halten sich alle für gleich. Die merken gar nicht, dass das Urgesetz des Universums vielleicht sogar das ist, es gibt keine zwei gleichen Phänomene. Solange wir es schaffen, dass die sich alle für gleich halten, können wir die alle gleich vor unseren Karren spannen. Können wir sie alle gleichmäßig ausbeuten. Wenn die merken, dass jeder Mensch anders ist und wenn sie dieses Anderssein akzeptieren und wenn sie schauen, dass sie von jedem Menschen die besten Kräfte aktivieren und nicht ihn so unterdrücken, dass die besten Kräfte gleich mit unterdrückt werden. Wenn sie das machen würden, die Menschen, alle Energien bündeln, alle Talente bündeln, dann hätten wir keine Chance.
dann wären wir von einem Moment zum anderen vom Fenster weg. Wenn Menschen bereit wären zu sagen, wir sind ungleich, wir sind alle ungleich, wir sind alle anders, aber das ist unsere Power, das ist unsere Macht, das ist unsere Stärke. Wir haben einen Spezialisten für das, einen Spezialisten für das, einen Spezialisten für das, einen Spezialisten für das, alle an einen Tisch und jetzt machen wir daraus ein Team. Wie die Fußballmannschaft. Der eine ist ein guter Torwart, der andere ist ein guter Stürmer, der eine kann Tore schießen, der andere kann Tore verhindern, der andere kann gute Pässe schlagen. Wenn einer davon schlecht ist, gibt es diesen berühmten Spruch, wir sind gemeinsam so stark, die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Eine Fußballmannschaft funktioniert nach zwei Gesichtspunkten. Alle Talente an der richtigen Stelle einsetzen und der Beste, der muss die Tore schießen oder halten und darf nicht sagen, hey, da ist einer, der läuft nur rum, der steht nur am Platz, der kann es nicht. Wenn der nichts macht und sich nicht anstrengt, strenge ich mich auch nicht an. Dann ist mir auch alles wurscht. Ich laufe mir doch hier nicht den Wolf und der andere kassiert am Schluss die Lorbeeren. Der ist auch deutscher Meister, obwohl ich die Mannschaft zum deutschen Meister geschossen habe. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir verzichten auf die ganzen Talente, indem wir sie ignorieren oder gar beleidigen, schlecht machen, sie nicht zum Zuge kommen lassen, intolerant sind oder wir spielen als Team. Wir machen eine Mannschaft. Wir sagen, alle zusammen. Und wenn jetzt einer halt mal nur verteidigen kann, ja, ist doch toll, wenn er ein guter Verteidiger ist, das reicht doch. Da kann ich doch nicht hergehen und kann sagen, ja, du kannst zwar verteidigen, aber Tore kannst du nicht schießen, du bist ein miserabler Fußballer. Deine Verteidigungskünste in allen Ehren, aber solange du kein Tor schießt, wenn du mal den Ball vorm Tor hast, versemmelst du ihn. Was bist denn du für einer, wenn wir so vorgehen? Merkt man doch selber, wenn man ein bisschen was von Fußball versteht. Das ist nicht hilfreich. Ja? Damit kann man sein eigenes Ego aufbauen. Schau her, ich bin der Tolle, das ist der Vollpfosten. Aber der Mannschaft hilft das nicht. Wenn jeder für sich spielt, werden wir alle vom Platz geschossen. Wenn wir ein Team bilden und so akzeptieren, wie wir sind, der Verteidiger akzeptiert den Angreifer, der vielleicht nicht verteidigen kann, und umgekehrt, wenn wir ein Team bilden, dann müssten wir doch eigentlich gegen diese 50 Leute irgendwas ausrichten können. Und Schritt für Schritt, ganz langsam. Der Mensch braucht viel Zeit, das Teufelchen braucht viel Zeit. Das Teufelchen hat es nicht geschafft, in der Deutschen Demokratischen Republik von einst die sozialistische Idee zu kapieren. Der hat sich von vornherein gegen alles gewehrt, gegen alles gesträubt. Der war von vornherein Todfeind. Der naive Verstand hat gesagt, oh super, endlich Sozialismus. Der war auch ein bisschen vom Teufel geritten. Und der wirklich verantwortungsvoll nachgedacht hat, hat gedacht, okay, lass es uns versuchen. Aber versuchen heißt, nicht blindwütig eine Idee umsetzen zu wollen, für die das Volk nun gar nicht bereit ist. Denn das Volk wollte in allererster Linie, in der großen Mehrheit, einfach zurück
zur BRD, wo man gesehen hat, da geht es jedes Jahr besser. Bei uns läuft es nicht so richtig. Ich sage nur noch einen Satz. Habe ich aber eigentlich schon lang genug ausgeführt. Wer andere wegen ihrer Bildung belächelt, der ist eine ganz armselige Wursthaut. Wir müssen es schaffen, dass wir offen über Bildung reden, auch mit denen, die irgendwo ein Manko haben, sei es mangelnde angeborene Talente, sei es egal was, sonst muss uns völlig egal sein. Wir müssen denen Selbstvertrauen geben, wir müssen denen versichern, du bist mitten unter uns, du gehörst zu unserem Team, du bist uns als Fußballer genauso wichtig wie der Wunderstürmer. Das müssen wir tun, damit sie sich mit Bildung anfreunden können, damit sie keine Angst mehr haben vor der Bildung und vor allen Dingen, was ohne Ende feststellbar ist, dass sie sich nicht gegen das Wissen und gegen die Bildung richten. Das haben wir ja auch als tägliches Phänomen. Ja? Man setzt sich nicht mit dem Professor auseinander, weil man es gar nicht kann, weil der automatisch durch seine Ausbildung Wissen hat. Statistik ist viel zu kompliziert. Leute, da kann einer, der nicht mindestens 4 Semester hat, nichts dazu sagen, aber auch gar nichts. Der begreift nicht einmal, dass er nichts dazu zu sagen hat und nichts sagen kann. Das ist ja oft die erste Stufe. Man kritisiert etwas nicht, weil man schlau ist, sondern weil man gar nicht begreift, dass man es gar nicht kritisieren kann, weil man keine Ahnung hat, weil man inkompetent ist. Dass man da lieber eine fachkompetente Meinung einholt, als selber drauf los zu plaudern. Nehmen wir dem Thema Bildung den Schrecken. Versuchen wir, den Menschen zu zeigen, Bildung ist ein Teil dessen, wo du jetzt gerade nichts beisteuern kannst. Also das ist quasi der Mittelfeldspieler und du bist nur auf seine Pässe angewiesen, weil du ja die Tore schießen willst. Du brauchst ihn, er braucht dich. Und du musst nicht neidisch auf ihn sein, weil du kannst gute Flanken schlagen. Und ohne die kann er keine Tore schießen. Es ist mein Lieblingsthema, Bildung. Wahrscheinlich, weil ich immer ein bisschen traurig darüber bin, dass ich A, viel zu wenig habe und B, das sage ich gerne noch einmal, die völlig falsche. Ich bin heute noch der Meinung, wir lernen an der Schule nichts über unser Glück. Und das habe ich vorhin kurz mal angesprochen, dass ich das noch erwähnen werde. Wir lernen etwas für das Glück. Von wem? Von wem? Von diesen 50 wieder, die vielleicht selber damit nicht glücklich werden? Oder von unseren Eltern und Lehrern und Pfarrern? Und der Freundin vielleicht? Natürlich wollen wir auch über das Glück von allen anderen nachdenken, besonders über das von der Freundin. Aber dieses Glück kann ja nur funktionieren, wenn wir selber glücklich sind. Der Welt helfen, nicht die Heerscharen von Schwerdepressiven, die dann süchtig werden, Alkohol, Rauschgift, die dann aggressiv werden, ihre Frau schlagen, ihre Kinder schlagen. Das alles hilft uns nicht weiter.
Und das sind ja alles nur hilflose bis krankhafte, pathologische Versuche, das Unglück zu verarbeiten, das wir täglich erleben, weil wir nicht gelernt haben, auf der Grund- und Hauptschule schon, nicht gelernt haben, auch leider sehr oft von den Eltern. Und da sind die wieder in einem riesen Vorteil, die gute Eltern gehabt haben, die darauf Wert gelegt haben, die das gecheckt haben. Wir lernen in der Mehrheit weder von den Eltern, noch von den Freunden, noch von allen, die uns sonst was sagen können, schon gar nicht von den Medien, die ohne Ende nur Kriegsfilme zeigen, Science Fiction, und da wird immer noch geschossen. Selbst in entferntester Zukunft wird immer noch geballert, werden immer noch ohne Ende alle Streitfälle mit purer Gewalt ausgeübt. Und die wird immer brutaler, die wird immer technisch versierter, du wirst immer wehrloser. Gott sei Dank gibt es in den Science-Fiction-Fällen dann zwischendurch auch die eigentlich wichtigen Szenen, wo fast philosophisch miteinander geredet wird. Also da ist Science-Fiction richtig toll. Das Problem ist nur, worauf legt das Teufelchen wieder Wert? Das Rechte? Es legt wieder Wert auf die Kampfszenen, intergalaktischer Krieg, und merkt gar nicht, was das Engelchen wiederum merkt. Das Engelchen schaut die Science-Fiction-Filme gar nicht mehr an, weil zu viel geballert wird. Sollte es aber tun, weil da wenigstens ab und zu schöne, philosophisch, nachdenklich stimmende, fast gelegentlich visionäre Ideen erzählt werden. Es braucht ein Fach Glück an der Schule. Wie wir das nennen, ich weiß es nicht. Wo wir uns einfach darüber unterhalten. An ganz einfachen Beispielen. Wie können wir ein Problem lösen, das es uns nicht unglücklicher macht? Zum Beispiel, indem es unnötig andere Menschen zu unseren Feinden macht? Wie können wir Probleme so lösen, dass wir uns hinterher beide in die Augen schauen und uns sagen, schön, dass wir Freunde sind? Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Immer noch gewinnt mein Teufel viel zu oft. Aber ich arbeite an mir, das verspreche ich euch, jeden Tag. Dieses Video ist ein Zeichen für meine Bemühungen. Wenn ich es später mal sehe, kann ich sehen, wie weit ich war und was ich dann eventuell noch hinterher verbessert habe oder ob ich wieder alles vergessen habe und mich verschlechtert habe. Euch wünsche ich Glück, 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 Glück. Und zwar das Echte, das, was euch was bringt. Und nicht das Glück in einer Scheinwelt, das Glück, das ihr euch vorgaukelt, vorspielt, damit ihr ein bisschen Selbstachtung behalten könnt. Ihr seid hervorragende, geniale Wesen. Wer euch was anders erzählt, ist erbärmlich. Ich liebe euch alle. Auch die, die mehr von dem Teufelchen geritten werden. Und ich nehme eher die etwas kritischer in Augenschein, die einen Engel haben und hochnäsig werden. Und ein ehrliches Entschuldigung für jedes einzelne Mal, wo ich entweder tatsächlich hochnässig war oder vielleicht auch nur missverstanden.
Das passiert auch gar nicht so selten. Und ist dann immer schnell eine Ausrede dafür zu sagen, jeder, der mich für hochnäsig hält, der versteht mich nur nicht richtig. Auch da entwickle ich meine Fähigkeit zur Selbstkritik. Und die solltet ihr euch gönnen. Macht es, wie ich es als Kind gemacht habe. Macht hier und da eine Notlüge, damit ihr nicht untergeht in dieser Welt, aber seid bestialisch ehrlich zu euch selbst. Das ist der Tipp, der mich glücklich gemacht hat.